So, rein testweise habe ich auch gerade eben mal abgespeichert. Auch um zu gucken, was mit der Aufnahme alles einigermaßen okay war. Neu geladen. Also komplett den Client neu gestartet, neu geladen. Er scheint den Punkt wirklich abzuspeichern und nicht die Cutscene nochmal zu starten oder ähnliches. Also ich muss nicht nochmal alles da durchklickern mit ihm. So, die Steuerung. Ich habe ja ganz kurz versucht, gegen die Wachen zu kämpfen und auch gegen die Medusa vorher. Finde ich persönlich nicht ganz so flowig, wie ich das aus Bloodborne, Dark Souls und ähnlichem gewöhnt bin. Müssen wir mal schauen. Hast du nie von einem Ort gehört, das 10 Minuten weg ist? Nein, I suppose that's unlikely. We've been estranged from Batal ever since the war. It is difficult to imagine any citizen of Vermont being sent there. Wir sind Dirigent von Vermont. Was übrigens ein unpassend gewählter Name ist, weil es gibt einen amerikanischen Staat, der nennt sich Vermont. Wie man fast so ausspricht, oder? Nope. Gegner. Fine. Dinge töten. Goblins. Nutze linke Maustaste zum X, um eine Waffenfähigkeit zu aktivieren. If you find your strength flagging, imbibe a curative or have a bit of green warish. When one of the fiends comes, best guard or dodge, else you'll be sore. Wie dodge ich? Er hat was zum Dodgen gesagt. Also noch was Gobbles. It will give you an advantage against their ranks. Ah, bist du jetzt wie ein Target? Wenn ein Gegner zurückweicht, drücke Y. Was die Kobolde besiegt. Okay. Ja, es hätte vielleicht geholfen, wenn du nicht 50 verschiedene Sätze innerhalb von 3 Sekunden gesagt hättest während des ganzen Kampfes. Ich habe nichts von ihm wirklich mitbekommen. Redet immer noch. Ich durchsuch die Leichen, du Dödel. 100 Gold. Wir sind Dirigent von Vermont. Wir brauchen keine 100 Gold. Sprinten und Ausdauer verbrauch. Steck deine Waffe ein. Okay. Haben wir schon nicht leicht. Oh. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Das meinte ich mit flowig. Ich habe gerade R gedrückt, aber es war wohl schon zu spät. Where do you think you're going? You can't just run off now. Da mich alle drei gerade geschlagen haben, bin ich schon ziemlich angeritscht. Ich versuche die ganze Zeit den Stick reinzudrücken zum Targeten. Ja, und das auch von wegen Chloe. Also es gibt wohl irgendwie so eine Combo, wenn einer unserer Vasallen oder Pawns oder was auch immer einen Gegner angreift und mit ihm was macht, dass man eine Combo reinschlagen kann. Das ist ein wenig komisch. Ich guck mal ganz kurz wegen dem Toggeln von Targeten. System, Option, Steuerung. So. Grundhaltung, kampfbereit abbrechen, Waffenfähigkeiten wechseln, ergreifen, loslassen, Laufbahnaktion. Achso, das sind Klassen, Klassenfertigkeit, ne? Okay. Untersuchen, sprinten, Waffenfertigkeit, springen, leichter Angriff, starker Angriff, bewegen, sprinten, Vasallenbefehle, Kamera bewegen. Es scheint kein Autotoggle zu geben, was Targeting angeht. Das heißt wirklich, dahin, wo man guckt, dahin schlägt man. Abermals gewöhnungsbedürftig. Aber dafür kann man jeden Schmand mitnehmen, der überall rumliegt. Das gefällt mir schon mal als Packrat. Ich hau ihn gleich. Ernsthaft. Wie heilen wir uns? Getragenes Gewicht. Ich wollte eigentlich ins Logbuch gucken. Ich habe die Taste dafür gedrückt, oder? Tutorial Logbuch ansehen. Nein. Bin Konsolenspiele echt nicht gewöhnt.
Kämpfe. Okay. Ist Chronik? Ah ja. Tutorial Logbuch. Kampf. Erkunden, Laufbahn, Fähigkeiten, Kämpfer, da ist das. Getragenes Gewicht. Das Gesamtgewicht der Gegenstände, die du trägst, beeinflusst deine Bewegungsgeschwindigkeit. Je schwerer dein Gepäck, umso langsamer deine Bewegung und umso mehr Ausdauer verbrauchst du. Bleibe leichtfüßig, indem du die Last mit deinen Vasallen teilst, Gegenstände in einem Gasthaus einlagerst oder verkaufst, wenn du sie nicht brauchst. Okay. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? The pawns? They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Riftstone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. Die Sicht ist irgendwie klein. Before you stands a Riftstone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Das ist ein interessantes Feature mit den Vasallen. Also auch im ersten Teil. Vor allem, wenn man manchmal höherlevelige Vasallen beschworen konnte, als man selber war. Oder die waren auf jeden Fall sehr mächtig, sagen wir es so. Da habe ich auch einen vorbereitet. Aber bei ihr habe ich nicht wirklich viel verändert. Das ist, glaube ich, einfach ein Standardmodell. Nur ich habe die Haarfarbe und die Frisur angepasst, dass es so ungefähr zu unserem Hauptchar passt. Als Magier. Weil es gab keine Heilerklasse. Bitte, das wäre das Beste für so ein Melee, dass man auch einen Heiler dazu packt. Aber Magier hat vielleicht irgendwelche Heilsprüche auch. Ja, das ist... Warum willst du nicht? Da. Talana. Und Spitzname ist dann Tama. Weil es nichts anderes Passendes gibt. Aber Tama geht sogar einigermaßen besser als das bei dem anderen. Ja. Das ist ein Bewandtnis? Wahrscheinlich, ne? Pawns are oft called nomads, for we wander between this world and the many other realms with which we are connected. Das hat jetzt unser Pawn gesagt, die gerade vor uns steht, ne? Die Lippensynchro ist komisch. Ja, aber dein Gesicht sieht normaler aus. Wie gesagt, ihr ist es so, das ist ein Problem, das ich allgemein habe mit eher so asiatischen Spielen, also eher Anime-Style-Spielen. Dass die Frauengesichter so komisch aussehen. Das sind meistens so richtig ganz kleine Köpfe auf einem riesig langen Körper mit dreimal so langen Beinen. Ja. Egal. Weiter. I am no exception, and my experiences in these other worlds will doubtless be of aid to you on your adventure. Tis my privilege to accompany you as your loyal pawn, and I will gladly use the knowledge I gain to guide you. Okay, ich hätte sie definitiv nicht Talana nennen sollen, weil Talana wäre auf keinen Fall so unterwürfig. Well, I'll be a pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then. Strange. I thought the Arisen was in the capital. Eventuell waren wir das auch. Ich bin mir gerade über die ganze Zeitlinie nicht wirklich sicher. Surely there's only meant to be one Arisen. Fie. This is all beyond my ken. The Watchhead would know what to do, I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. What? You've no memories, you say? Mayhap you could make for Melv then. 'Twas set upon by the dragon not long ago.
The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be arisen, mayhap you'll recall aught of import there. Ich finde es übrigens schön, dass sie die Sprache so beibehalten haben. Das klingt ja alles so schön alt. Du, da links bist ein Händler. Ein Reisender. Riftsteine. Durch das Berühren eines Riftsteines kannst du zu der Brücke zwischen den Welten reisen, die viele Vasallen bei ihrer Reise jenseits des Rifts überqueren. Das ermöglicht dir, Vasallen zu beschwören, die deinen Spezifikationen entsprechen. Diese Vasallen steigen jedoch nicht in der Stufe auf, während sie dich begleiten. Daher wirst du regelmäßig neue Hilfsvasallen anheuern müssen. Genau, also unsere Talana hier sollte leveln. Hallo. Pray, ask all you wish to know. I shall answer, if 'tis within my power to do so. Könnte mir bitte lieber eine Rüstung geben? Ich laufe in Lumpen rum. Das wäre ganz cool. Erzählt mir von Vasallen, erzählt mir von Rittstein, erzählt mir von Erweckten. Erweckte, vielleicht, das sind wir ja anscheinend. Tis the name given to fate's chosen. Those destined to command the Pawn Legion and safeguard the world from the threat of the dragon. Mhm. Even with your memories lost to you, I am afraid you cannot escape your fate. Welt retten, kein Problem. Very well. So, ich denke, jetzt haben wir das erstmal wirklich Kontrolle über uns. Haben nicht jemanden, der sagt, wo willst du hingehen, wo willst du hingehen? Obwohl ich nur ganz kurz looten wollte. Wir haben keine Ausrüstung eingesammelt, richtig? Nein. Wir haben 200 Goldmünzen, 120 R, was auch immer das sein mag. Wahrscheinlich für die Rifts, dass man neue Vasallen beschwören kann. Wir sind voll geheilt. Shall we see if we can't make our way over to it? Treasure chest? Wo? Du kannst dich nicht auf automatisch gespeicherte Daten verlassen, um den Fortschritt in dieser Welt zu sichern. Es wird empfohlen, dass du dich regelmäßig in Gasthäusern ausruhst, wenn du die Verlässlichkeit deiner Speicherdaten sicherstellen möchtest. Okay. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ein Spiel im Jahr 2024 das hinbekommt, aber okay. You can stay here tonight free of charge. I'll expect coin from tomorrow, mind. My pa always used to say, there's naught a good night's sleep can't fix. Not much else I can offer, I'm afraid, but you'll find all sorts at a finer inn. Aye, being armed is better than being defenseless, even if you're untrained. Still, 'tis worth devoting yourself to a vocation if you can. Opens up new doors, it does. You should stop by the inn in Melv if you get the chance. No hard feelings if you prefer it. They've much more to offer. Okay. Die Übernachtung in einem Gasthaus stellt die Gesundheit und die Ausdauer der Gruppe vollständig wieder her. Außerdem wird die Verlustleiste wiederhergestellt, die die Verringerung der Gesundheit bei Schaden anzeigt. Du kannst zudem wählen, ob du morgens oder nachts aufstehen willst, je nachdem, zu welcher Zeit du aufbrechen musst. Übernachte hier regelmäßig, um Risiken auf weiteren Reisen zu minimieren. Nö. Wir sind einigermaßen fit. Das heißt, selbst wenn wir unsere HP komplett verlieren, regeneriert sie sich noch ein bisschen und wir verlieren dafür einen anderen Balken? Oder wie habe ich das gerade verstanden? Also hört es sich für mich an. So ähnlich wie in Grim Dawn. Die HP funktioniert. Also man hat einen HP-Balken. Der HP-Balken kann runtergehen. Aber wenn man eine Weile nicht im Kampf ist, heilt der Balken sich von alleine. Aber dafür wird halt so eine Art Ausdauerbalken dann verbraucht. Oder so ein extra HP-Balken. Das ist schwer zu beschreiben. So hört es sich das hier gerade an. Chronik Tutorial. Wie funktioniert HP? Ergreifen kleinerer Feind. Ich hätte so einen Goblin hochheben können. Okay. Nachdem du einen Feind hochgehoben hast, kannst du RB benutzen, um ihn auf andere Feinde zu schleudern oder ihn aus einer Höhe zu werfen und Schaden zu verursachen. Klammern. Du kannst dich an größere Feinde klammern, indem du sie in der Luft berührst, während du R gedrückt hältst. Sprinte, bevor du springst und dich an den Feind klammerst, um ihn eventuell aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wir können nicht so ein großes Monster da vorne einfach umnocken, indem wir gegen seinen Bauch springen, oder? Mal gucken. Ja, eine Erklärung zu den AB-Geschichten habe ich jetzt leider nicht gesehen. Hier vielleicht irgendwo? Informationsspieler. Das sind unsere Spielerdaten. Oh,
Na gut, dann spielen wir einfach mal und gucken, was passiert. Da anscheinend nicht. Ich würde ganz gerne einfach nur irgendwo hin raus. Und Dinge töten. Also ein bisschen grinden. Übungsgelände der Grenzwache. Oh, ist hier vielleicht Ausrüstung? Monsterzahn. Ein Helm oder so, oder ein Lederwams. Das wäre mir eigentlich wesentlich lieber. Oh, warte, da hat doch irgendwas erzählt von einem... einer Schatzkiste. Going out, are you? You sure that's a good idea? You seem rather unwell. You ought at least rest for the evening. There should be only don't go rushing off before you're ready. Take it from me. You're better. Come now, don't be stubborn. It would be suicide to venture out in such a state. Was für einen Unterschied machen 5% HP in meinem Balken? Also ja, ich weiß, warum es gemacht wird. Aber trotzdem. Was ist eine Leiter? Wo ist eine Leiter? Da ist eine Leiter. Und da ist die Kiste. We have found the material. Gereiftes Bestienrippchen. Ja. Oh, können die Leute hochgehen, okay. Musste einfach nur gegenlaufen. Ich könnte dich hochheben. If you're playing at Arisen in search of preferable treatment, you'll be sorry. Your head is like to roll ere long. Er hat mir gedroht. Okay. Interessant. Also es gab schon mal keine Konsequenzen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich... Curative Magics are at your disposal. Halt, if you please. Ah, ich glaube, Talan hat ein schlechtes Gewissen, hat den Typen da oben geheilt. Ha! Okay. Also ja, ich hätte damit gerechnet, dass die Stadtwachen gerufen werden. Schaden scheint er bekommen zu haben. Sonst hätte sie nicht geheilt. Aber wir müssen jetzt rasten. Das ist halt immer noch Teil des Tutorials, scheinbar. Hoi there. My pa always used to say, I, being armed, you should stop by the inn in Melv if you get the chance. We must rest, though the sun is still up. Add-ons erhalten. Die hinzufügten Gegenstände werden ins Lager geschickt. Das Lager kann in jedem Gasthaus genutzt werden, in dem man mit dem Gastwirt spricht. Ja. Das ist eine Sache, die mir nicht gefallen hat. Also quasi 5 Minuten, nachdem das Spiel released ist und man die Sachen alle runterladen konnte, ploppten die ersten DLCs auf mit irgendwelchen Währungen, die man kaufen kann und Steinen und hast du nicht gesehen. Da stand überall bei, dass man sie auch im Spiel erhalten kann, aber hat schon mal so sehr faden Beigeschmack. So. I've beds to spare, if you're looking for lodgings. Ich wollte jetzt gucken wegen dem Inventar. Lager verwalten. 1000 Gold! Also Inflation hat sehr stark zugeschlagen. Komischerweise haben wir jetzt 993. Woher hatten wir 200 noch was, oder? Man muss sich entscheiden, ob man einlagern oder rausnehmen will. Ebenfalls ein sehr veraltetes Inventarsystem. Heutzutage ist man es eigentlich eher gewöhnt, dass man beides gleichzeitig machen kann. Rein- und rauslegen. Das sind Sachen, hochwertiger Holzstab, Rundschild, hochwertige Feenklinge, Bogen nur für Notfall. Oh warte, haben wir irgendwo was Rüstungsmäßiges? Ne, das sind alle Gegenstände. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, warum ich die Sachen bekommen habe. Eventuell bekommt die jeder. Oder es ist irgendwie wie eine... And endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Dich hat niemand nach deiner Meinung gefragt, komische Mietskatze, geh weg. So, wo war ich? Genau, also vielleicht, weil ich das Spiel geschenkt bekommen habe, bevor es released war.
weiß ich nicht. So, wie funktioniert das jetzt? Einfach ausrüsten. Kriegt dann E. Gut. Dich kann ich nicht ausrüsten. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Wovon redest du? Also es ist hier schön, dass unser Pawn auf die Umwelt reagiert, aber einfach nur so reagieren, ohne wirklich irgendeinen Hinweis zu geben, in welche Richtung das ist, ist ein bisschen, ja. Na gut, jetzt können wir hoffentlich raus. Hm? Hey, yo. You a soldier? To be a surprise to see you arrive in one piece, if not. Hordes of monsters have been plagued. We've had to start sending out new recruits to cull them. Is that so? Who went yonder? Lachlan. But I dare say he'll fare all right. Aye, I expect he will. Accardo. To be honest... What? Weren't harpies reported in that area? I can't handle those... This is the first I'm hearing of it. Fie! I want to go to his aid. Say... You seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? Tisn't far, only a short ways out from the main gate. Nebenquest, immer annehmen. You've my thanks. So, einen vorrangigen Auftrag festlegen. Du kannst aus deinem angenommenen Aufträgen einen auswählen, um ihn zu priorisieren. Wenn das Auftragsziel bekannt ist, wird ein Marker auf der Karte platziert. Falls du einen Vasallen in deiner Gruppe hast, der Wissen über den Auftrag besitzt, okay, kann er dich zu deinem Ziel führen. Jedoch bieten Vasallen mit solchen Kenntnissen nicht ihre Hilfe an, es sei denn, der Auftrag wurde als Priorität festgelegt. Eine Warnung zum Auftragsverlauf. Manche Aufträge werden durch das Fortschreiten der Zeit beeinflusst und gehen auch ohne die Beteiligung des Erweckten weiter. Das finde ich sehr gut. Mehrere Aufträge auf einmal anzunehmen, birgt das Risiko, nicht rechtzeitig agieren zu können, und das kann in unbeabsichtigten Konsequenzen resultieren. Versuche, den Zeitfaktor im Kopf zu behalten, wenn du deine aktuellen Aufträge verwaltest und neu annimmst. Also nicht einfach jede Quest annehmen, sondern eine Quest annehmen, die Quest machen, gut ist. Let us make haste, that no life may be lost on our account. So. Also, ich habe was von Harpien gehört und in der Nähe. Erstmal dich rausholen. Vasallenbefehle. Es gibt 4 Befehle, mit denen du der Erweckte seine Vasallen anweisen kann, und ihre Effekte variieren je nach den Umständen, in denen sie verwendet werden, wie im Kampf und außerhalb. Der beste Weg, um sich an jeden Befehl zu gewöhnen, ist die Reaktion und das Handeln deines Vasalls in verschiedenen Situationen zu beobachten. Los weist Vasallen an, unabhängig von dir zu handeln. Während eines Kampfes befiehlt es Vasallen, über das Schlachtfeld aufzuschwärmen. Es kann auch benutzt werden, um Hilfe beim Ausführen von Aktionen oder den Führungen zu einem Ort zu erbitten oder um einen Vasallen anzuweisen, eine unterbrochene Führung fortzusetzen. Also alles. 2 Dinge. Zu mir weist Vasallen an, sich dir zu nähern. Mhm. Okay, halt, weist Vasallen an, dort zu bleiben, wo sie sind, bis sie neue Befehle erhalten. Während deines Kampfes weist Vasallen an, den Angriff abzubrechen und sich darauf vorzukonzentrieren, dich indirekt zu unterstützen. Hilfe, weist vor seiner Unterstützung und Heilung wiederherstellung zu priorisieren. Okay. Ich wollte ihn gerade hochheben. So, wie war das? Sturmattacke. Ich wollte irgendwie die Sonderfähigkeit einsetzen, aber da war nicht so ganz was. Wir haben schon wieder ein Level-Up. Was machen die Level-Ups? Bisschen mehr Stärke. Abwehr, Magie, viel. Warum hältst du deine Hand hoch? Ein High Five! Ich habe nichts zu reporten als jetzt. War es etwas, was du brauchst, Master? Du hattest 3 Striche neben deinem Kopf. We've not counted a thief among our number for some time. Ist das gut oder? Ought we not add an archer to our ranks? Ah, okay, sie will, dass wir eine ausgeglichene Truppe haben. Ja, nö. Ich würde eigentlich eine relativ kleine Truppe eher bevorzugen. Bin kein Fan von Gruppenkämpfen.
Zerstörbares Terrain. Immer gut. Wo ist die zweite Gobbo-Leiche? Schon alles geplündert? A common reward. Frustratingly so. Bestienhaut, ja. Ja, die werden auch keine Rüstung dabei haben, die wir tragen können. Also ich gehe zumindest davon aus, dass der Loot einigermaßen Sinn macht. Und dass man nicht, wenn man eine Ratte tötet, das Gold droppt. Aber mal schauen. Hier ist gut was an Ressourcen. Ressourcen sammeln, also was werde ich dann off-camera gleich machen. Aber ich denke mir, warum sind da Blubbelblasen? Da sind keine Blubbelblasen mehr. Ein Respawn funktioniert. So, looten. Du hast nix. Achso, ich muss die Waffe erst wegstecken, bevor ich looten kann. Nein, die hat nur einfach nix. Okay, Kiste. Hey, okay. Den kann ich untersuchen. Okay, das ist kein extremer Fallschaden. Bist du da hinten ein Harpier? Nee, ne, du bist einfach nur ein Adler. Oh, doch, da ist was. Okay, selbe Problem werden wir auch haben. Können wir jetzt den Bogen ausrüsten? Nein. Mit los war seine Aktion länger. Habe ich, glaube ich, gerade gemacht. Ist er tot? Ne, er ist K.O. Schwächung sind negative Status mit Effekten, wie dem regelmäßigen Zufügen von Schaden oder dem Verwundbarmachen für bestimmte Arten von Angriffen. Sie sind nicht auf dich und deine Vasallen beschränkt, sondern können auf Feinde zugefügt werden, was große Vorteile im Kampf bringt. Kein. Und ich bin eingeschlafen. Okay.